ach, es ist wahrscheinlich schon 18, 19, 20 Uhr oder so, wenn ihr das Video seht, aber trotzdem noch einmal schönen guten Morgen. Na, wie geht's euch, ihr Pappnasen? Tatsächlich musste ich gestern so 10 Videos oder so runternehmen, weil die alle mit Copyright voll waren. Und da dachte ich mir doch, wäre doch ultra beschissen, wenn die jetzt alle weg wären und ich die nicht noch einmal zusammencutten könnte für ein Best-of. Deswegen gibt's heute nochmal ein kleines Best-of von den Videos, die leider irgendwo da draußen im schwarzen Loch von YouTube gelandet sind. Und an alle Leute, die trotzdem nochmal schauen, gönnt euch und viel Spaß mit dem Video. Ich küsse doch euer Herz. By the way, morgen neues Video, versprochen. Yo, 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 what's Gucci? Herzlich willkommen zu einem neuen köstlich-schmöchtlichen Video. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut und mir geht's natürlich auch nur gut, wenn's euch allen noch gut geht. Und let's get it, wir starten rein. Which bumbo clock dog I am? Cause this man, I'ma wake up good enough. Give me a good blood clock dog. What kind of like a bumbo clock dog this I'ma give? Ey, yo, wieso ist eine Krabbe schneller im Kopf rechnen als ich? Wieso habe ich nicht einfach den Bre mein Mathe-Abitur schreiben lassen? Dann hätte ich vielleicht keine 5 bekommen und wäre jetzt ein angesehener Student und könnte mir ein paar heiße Jurastudentinnen aus meiner Uni pullen. Aber nein, jetzt sitze ich hier und gucke TikToks den ganzen Tag. Super. Ich erkläre euch jetzt, wie ihr im Notfall ein Flugzeug landen könnt, wenn die Piloten nicht mehr handlungsfähig sind. Speichert euch das Video am besten ab. Zuallererst gehen wir in meinen selbstgebauten Flugsimulator. Das Wichtigste, wenn ihr euch ins Cockpit setzt, ist eine bequeme und gute Sitzposition. Danke, aber ich brauche nicht die Anleitung, weil ich habe GTA 5 gespielt. Das habe ich dort schon alles gelernt. Alles gut. My dad built a lock. Wow, einmal Applaus bitte. Das ist ja ein krasses Schloss. Das hält die Einbrecher ja wirklich fern. Spaß, das hält so gut zusammen wie ich und meine letzte Beziehung. Einfach mal mitten in der Nacht um 3 Uhr morgens das Hotel wecken. Yo, das sind alte Träume von mir auf der Klassenfahrt gewesen. Können wir? Okay. Die Armen, die dort wirklich schlafen, ja? Hinter einer Tür ist vielleicht ein Pärchen, was sich extra einen Tag Auszeit genommen hat von den Kindern, um endlich mal wieder Zweisamkeit zu genießen und abzuschalten. Und dann kommt der mitten in der Nacht um 3 und nimmt alles auseinander. Gottloser Prank, wirklich. Ekelhaft, ehrenlos. Und wo wir gerade schon so über das Thema Schlafen reden? Because we did. Now come here. Nee, das wollte ich euch jetzt eigentlich nicht zeigen. Keine Ahnung, wieso das jetzt hier drin ist. Naja, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, wir kennen das doch alle, wenn wir gerade so kurz vorm Einschlafen sind, aber noch das Handy in der Hand haben und irgendwelche Videos gucken. Obwohl wir halt schon längst schlafen sollten. Und wir wissen es auch. Und manchmal fällt das Handy einem dann halt voll in die Fresse, weil man die Kontrolle über seine Hand verliert und die einschläft. Sieht dann ungefähr so aus. Und zum Glück hat auch dieser Typ hier die Lösung für das Problem gebaut. Seht selbst. Konnichiwa, Kazuya Shibata desu. Aomuke de smartphone tsukatte iru toki, kao ni otoshite shimau koto arimasu yo ne. Sonna toki ni go shoukai suru no ga ganmen smartphone shield. Tsukaikata wa totemo kantan. Sochi ni atama o setto shitara, ato wa smartphone wo. Wow. Das nenne ich Innovation. Otosu dake. Ja, sehr geil. Danke für diese Maschine. Ich kann es kaum erwarten, mir das Teil zu kaufen für 500 Euro und so an mein Bett zu legen. Einfach das Handy nicht ins Bett zu nehmen, wäre auch viel zu aufwendig. Lieber sowas bauen. 500 IQ. Und wow, 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 wow. Ich sehe immer wieder, dass mich Leute fragen, yo, machst du eigentlich als erstes Milch oder Cornflakes in die Schüssel? Und ich bin euch ehrlich, bis vor einiger Zeit war ich noch am Team Milch als erstes und dann Cornflakes. Aber seit gestern habe ich realisiert, dass es nur einen richtigen Weg gibt, der bis jetzt unbekannt ist. Und zwar dieser hier.
Erst die Milch, dann die Cornflakes und dann die Schüssel. So ist es richtig. Jeder, der was anderes sagt, ist ein Hater. Und das sind Facts. Ein DJ. Ich bin ja ein Riesenfreund von guter Musik. Lass mal hören. Zeig mal so deine Künste im Auflegen. Was geht jetzt ab? Ich dachte, das ist eine gute Veranstaltung oder Show. Was müssen sich die Leute da im Hintergrund denken? Wow, das hat mich echt vom Hocker gehauen. Sehr, sehr stark. Ich glaube auch, das war irgendein Geburtstag und dieser DJ wurde gemietet. Bro, imagine, ihr wollt nur einen chilligen, normalen DJ für gute Musik auf eurer Party. Und auf einmal bekommt ihr sowas und müsst ihn sogar noch bezahlen. Also am besten hat mir der Part hier gefallen. Ja, sehr nice. Kommt gut für die Ohren. Rate this hairstyle. Sexy. 10 von 10. Dieser neue Pepsi Side Fade kommt sehr gefährlich und dieses Nudel, Burrito, Soße, Essstäbchen, was auch immer, kommt auch sehr, sehr gefährlich. Wirklich stabiler Cut, Junge. Wer ist dein Friseur? Also, ich kann mir wahrscheinlich schon vorstellen, wer dein Friseur ist. Wow, süßes Pärchen. Aber irgendwie erinnert mich das hier gerade an was anderes. Okay, nice. Ich glaube, sie macht Spiegelei. Sehr gut, dass die Kinder schon im jungen Alter gesund kochen lernen. Und jetzt noch ein bisschen Salz auf das Ei und es ist perfekt. Du hast da ein bisschen Ei in deinem Salz. Was ist das? Dort liegt einfach ein halber Kilo Salz. Ja, das konnte ich mir schon denken. Was ist das auch, Junge? Gordon Ramsay wäre echt enttäuscht von dir. Ich war heute wieder auf Instagram unterwegs und das Timing war wieder perfekt. Doesn't it seem so strange that our society eats so much junk food? I was trying to like... Ach du Scheiße, was geht denn bei ihm ab? Und willst du mir sagen, dass du hier alles alleine isst? What the f***? Der komplette Eimer mit Käse? Bro, hör auf damit. Am Ende endest du noch so. Ich hab noch nie so eine Körperform gesehen. Ist das überhaupt ein Mensch? Give me my refund. Der Bre daneben checkt auch gar nichts, was hier gerade abgeht. Kennt ihr diesen Trick, wenn man keinen Korkenzieher für seine Flasche hat? Dann packt man diese Flasche einfach so in einen Schuh und klopft das gegen die Wand ein paar Mal. Holy sch! Die komplette Wand ist gefickt. Das ist Rotwein, das geht nie wieder raus. No joke, wie kannst du das auch nicht checken, dass der Schuh da so richtig schlecht einfach runterfällt? Boah, was ein ekelhafter Typ. Das Böse ist wirklich in ihm am Rufen, dass er sowas macht. Er hat die inneren Dämonen gewinnen lassen. Ach, hier ist ein fucking Hilfe, die geht nie. Der Atze sitzt entspannt auf dem Rücksitz. Kann's schon kaum erwarten. It's alright, buddy. We're about to do some donuts. Oha, für den ist gerade Achterbahn. Aber scheint bestimmt Spaß zu machen. Auch mal die Komfortzone verlassen. Auch mal runter von der Wiese.
Junge, der hat da wirklich den Spaß seines Lebens. Habt ihr eigentlich schon mal Mario ohne Mütze gesehen? Whoa, what the hell? Na, was ist das denn? Bro, wo ist deine Hairline hin? Sieht richtig Arsch aus. Bitte setz das Ding wieder auf. Schaut mal, jeder kann eigentlich das machen, worauf er Bock hat im Leben, aber sich in so ein Anime-Girl zu verlieben, ist echt crazy. Guy at the mall with his girlfriend. Sein Girlfriend. Das Ding ist einfach seine Freundin. Er ist verliebt in dieses Gesicht auf einem Monitor, der auf einem Bein steht. Bro, what the f***? Ey, der fährt da einfach wirklich lang mit seinen Rollern. Lil Bro denkt, der ist gerade ultra swagged out. Also das ist wirklich krass. Er isst einfach mit ihr und küsst sie danach. Junge. Ja gut, alles klar, sie streiten. Sie streiten sich einfach in irgendeinem Shop. Wahrscheinlich, oder? Ey, der ist einfach am Argumentieren mit seinem Monitor. Über was sollten die sich nicht einer Meinung sein? Als ob das Ding irgendwie redet oder eigenständig denkt. Verrückter Typ. Verrückte Welt. Aber naja, wenn er damit glücklich ist, ne, dann ist ja alles gut. Yo, was sind das für Stäbchen? Wie kommt das auch im Restaurant, wenn du sagst, nein, nein, ich brauche keine Stäbchen, ich habe meine eigenen mitgenommen und packst dann die Barbie-Puppe aus. Und auch die Füße im Mund. Yo, was ist los bei dem? Ja, nice. Ich fand's auch gut, wie du extra die Soße draufgepackt hast und dann alles wieder runtergefallen ist beim Essen. Der Arme. Es gibt viele komische Orte auf dieser Welt und die U-Bahn-Station ist safe einer davon. Yo, what the f***? Das ist echt geisteskrank. Alter, was? Wie kann man das nicht checken? Das ist ja ekelhaft. Okay, cool. Aber wieso in der U-Bahn? Wieso ausgerechnet hier? Lass doch die Leute da in Ruhe. Die wollen nur entspannt nach Hause oder irgendwo anders hin. Die haben doch schon den ganzen Tag genug erlebt. Ja, okay, alles klar. Die haben eine Mikrowelle als Kopf. Die haben eine verdammte Mikrowelle als Kopf und unterhalten sich damit. Super. Was zum F***? Also, das war echt krank. Vor allem der Penner mit der Ratte. Verrückte Welt, ich sag's doch. Was ist das für ein Spiel? Einfach blind irgendeinen Schleim rumreichen. Cool, Mann. Ich kann mir echt nichts Besseres an einem Samstagabend mit den Jungs vorstellen. Ja, wow, jetzt schon vorbei. Komplett reingekackt. Bekommt der Bruder noch Luft? Geht's dir gut? Ich glaube, du hast verloren, Bre. Das war's für dich. Letzter Platz. Ausgeschieden. Yo, yo, yo. Chilliger Bass in deinem Auto. Ist richtig angenehm. Auch die Zuschauer im Livestream, die haben gerade safe voll nices Erlebnis. Hallo, hallo, ja, okay. Ja, super, nice, hat mir gefallen. Vor allem der Part hier, den fand ich am besten. Wehe, ihr lacht beim nächsten Clip. Ehrenlos, wer über sowas lacht. Ich distanziere mich. Best Beginner Exercises to Gain Muscle Fat. Okay, krass, zeig mal her, weil ich will genauso aussehen wie er.
Wer zum Teufel trainiert so? Car Press? Bro, wieso muss man immer so übertreiben? Ja, wer kennt's nicht? Motorcycle Curls. Warum sollte man auch normal sein und sowas benutzen? Ja, gut, alles klar. Ich muss also jetzt ein Flugzeug ziehen, um ein Sixpack zu bekommen. Gut, alles klar, danke für die Tipps, weiß ich Bescheid. Diese Frau hier tut so, als würde sie sterben, um die Reaktion ihres Hundes zu testen. Wie er halt wohl so reagieren würde in so einer Situation. Yo, Lil Bro wollte nochmal auf Nummer sicher gehen. Der kann's kaum abwarten. Na, ich hätte ab so einem Moment Angst vor meinem Hund. Sowas wäre mieser Vertrauensbruch zwischen uns. Ich würde den dann tatsächlich auch in irgendein Heim schicken. Oh my god, that is a beautiful black queen. Oh, sorry, right here. Where'd you get this from, bro? Hey, bro, I'm not even... Wo war der Zusammenhang? Original dieser eine Kollege, der 24/7 Whey braucht, aber sagt, dass mit seiner Lunge alles in Ordnung ist. Eins zu eins, wirklich. Erinnert mich auch an diesen Bray hier. Junge, wie rot kann ein Kopf eigentlich werden? Er ist einfach kurz zur Tomate geworden. Loser bei Vape oder Elfbar Rauch. Ich bin so letztens auf dieses Straßeninterview gestoßen und denkt ihr, er hat irgendein Problem mit jemand? Widerstand denn gegen was? Gegen Merkel. Gegen Merkel! Und warum? Und gegen den ganzen Park. Weil hier eine Volksverräterin ist! Also, würdet ihr sagen, er hat was gegen Merkel? Bruder, der hat so tiefen Hass in seiner Stimme, das ist ja unglaublich. Ja, okay, alles klar. Normales Waschen von Haaren halt, ne? Wer kennt es nicht? Super, und der spielt Schach auf seinem Kopf. Wie kommen die Leute auf sowas? Die haben doch alle eine Psychose. Wieso macht der hier Nudeln in seinen Haaren? Boah, sieht ja richtig stabil aus. Kommt mega nice. Das ist doch gerade im Trend. Ja, what the f***. Habe ich mir hier gerade angeschaut. Da bin ich echt froh, dass mein Friseur nicht sowas mit mir macht. Okay, er denkt auch, er wäre jetzt super Schurke oder was. Come on, da war noch die Einkaufstüte auf dem Rücksitz. Das heißt, er war gerade noch mit dem Teil auf dem Parkplatz vom Lidl oder so. Stark, stark. Die Bitches sind safe verrückt nach dir, oder? Der Bruder da hinten verhält sich so, man merkt direkt, er hatte von Anfang an was dagegen, dass sie mitkommt. Er denkt sich auch nur so, ah, ich hab's euch doch gesagt, die Alte macht nur Probleme. Aber eine andere Frage, wieso fällt sie in Zeitlupe hin? Das gesamte Picknick mit der Familie ist im Eimer, alles zerstört. Danach ist riesengroßer Familienstreit. Bruder, der Arme. Sein schlimmster Albtraum ist in Erfüllung gegangen. Was sagt ihr?
Denkt ihr, er ist sauer? Denkt ihr, er hatte Spaß heute im Freizeitpark? Aber das ist auch wirklich das Abgefuckteste, was hier passieren kann. Ja gut, ich meine, ja, es ist ein Wasserpark. Und ja, es ist eine Wasserbahn oder was auch immer. Aber Bruder, niemand will diese Person sein, die gefokust wird von irgendwelchen Assis mit der Wasserpistole. Der Arme hat echt das große Los heute gezogen. Und wo wir gerade schon so über Wasserparks und Wasserbahnen reden, gönnt euch mal diesen Splasher. Just a little splash. Okay. Bruder, also ich würde jetzt einfach mal sagen, dass die Brille das niemals überlebt hat, wie sie sogar die Arme ausbreitet. Sie dachte wirklich, da kommen nur ein paar Spritzer. Ah, also wenn ich dieses Standbild hier sehe, dann weiß ich ganz genau, dass ihre schöne Brille von Fielmann in 20.000 Teile zersplittert ist. Erklär das mal deiner Versicherung. Ja, und wie kam es denn dazu, dass sich die Brille pulverisiert hat? Naja, ist mir runtergefallen. Wisst ihr, was geil ist? Konzerte. Ey, einfach geil. UFO-Konzert, die ganze Crowd ist einfach am Abgehen, alle gehen dumm, der Vibe stimmt, geile Musik, einfach alles geil. Alle haben zusammen einen geilen Moment, einen geilen Abend. Aber manchmal passiert es auch auf Festivals, dass der Künstler und die Crowd halt nicht so gut miteinander matchen und es vielleicht ein paar Unstimmigkeiten gibt. Dann hauen halt zwei, drei Leute ihre Flasche auf die Bühne oder so. Hier zum Beispiel bei Mero, der hat einfach so eine Flasche an den Kopf bekommen während dem Auftritt. Das ist schon hart so, aber natürlich können die Festivals in Amerika da noch einen draufsetzen. Bruder! Junge, hat der irgendwie deren Mütter beleidigt oder warum sind die so sauer? Bruder, ein Mülleimer! Ein Mülleimer! Die werfen da einfach eine Mülltonne hoch! Yo, jetzt eskaliert der Krieg, jetzt geht's ab, jetzt sind beide Fronten gegeneinander heiß, jetzt ist vorbei, Endstufe, Armageddon. Das Video endet zwar hier, aber ich wette, die haben danach noch, keine Ahnung, Autos da hochgeworfen oder Menschen. Ich weiß, wer sich über diesen Kuchen besonders freuen würde. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Bitte? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Fief? Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich noch dabei gehabt. Okay, danke schön. Bitte. Rest in peace, Walter Frosch. Eine wahre Legende. Was ist das denn für ein geiles Produkt? Ich brauch das. Wo kann man das kaufen? Stellt euch mal vor, ihr fliegt damit so über eine von der Gesellschaft ausgegrenzten Insel. Die armen Ureinwohner drehen völlig durch und denken, es gibt fliegende Menschen. Die haben eine Psychose danach und finden darin ihren neuen Gott. Also ich würde es echt machen, nur um die Einheimischen dort zu trollen. Warum? Also ich kann dir jetzt schon mit Sicherheit sagen, dass es absolut sch*** aussehen wird. Wieso guckst du so? Willst du mir mit dem Blick jetzt etwas sagen? Dass du irgendwie gerade ein geiles Kunstwerk geschaffen hast? Ich sehe doch direkt, dass da was nicht stimmt. Die sind komplett ungerade und unsymmetrisch. Du hast wirklich komplett reingeschissen. Und du auch, denn du wolltest dieses Tattoo. Okay, alles klar. Spar dir diese Reaktion. Wieso tust du so, als würde es dir gefallen? Diese Reaktion. Ein auf, oh mein Gott, genauso habe ich mir es vorgestellt. Das sieht so gut aus. Oh my gosh. Ich kann das alles nicht mehr. Wusstest du, wie du in Deutschland jede Verkehrskontrolle blockieren kannst? Nee, keine Ahnung. Erklär's mir mal. Sobald du angehalten wirst von der Polizei, ist die Bemessungsgrundlage für eine allgemeine Verkehrskontrolle immer der Paragraph 36 Absatz 5 StVO. In diesem
Paragraphen ist geregelt, dass die Polizei nur deine Verkehrstüchtigkeit überprüfen darf und nicht die Fahrtüchtigkeit. Das sind zwei komplett verschiedene Schuhe. Wenn die Polizei aber jetzt zu dir sagen, so, ja, steigen Sie mal aus, ich will ein paar Tests bei Ihnen machen, könntest du einfach sagen, ja, muss ich das tun? Stellst dich wirklich auf dumm. Dann sagt der Polizist, ja, das müssten Sie tun, wir sind die Polizei, wir ordnen das an. Dann könntest du wiederum sagen, ach, das ist ja interessant, dann sollten Sie doch wissen, dass eine physiopathologische Untersuchung kein Bestandteil ist, eine Bro, ich sag dir ehrlich, ich kann mir das nicht merken. Ich würde dem Polizisten dann einfach dieses TikTok zeigen, so. Bei der Antwort werde ich safe getasert. Real talk, Mann. Kein Polizist wird sich geschlagen geben und dich einfach so damit davonkommen lassen. Die Jungs werden dich auseinandernehmen und mit auf die Wache nehmen. Ja, cooler Trick auf jeden Fall, hä? Anstatt ich ganz easy meinen Führerschein zeige und ich in 2 Minuten weiterfahren kann, mach ich doch lieber erstmal eine 3-stündige Diskussion aus der Sache und versuch die Polizisten komplett hops zu nehmen. Jeder von uns hat doch diesen einen Computerfreak im Freundeskreis. Wenn du nicht sogar selber dieser Typ bist. Dieser eine Typ, der 50 PCs, 20 Wasserkühlungen, Motherboard, 20 Triple X Grafikkarte, 5 GTX 5000, 2 Millionen, keine Ahnung was. Auf jeden Fall dieser Computertyp. Ich hatte auch so einen Homie. Und diese Leute sind immer gleich. Du willst mit ihnen über irgendwas Normales reden, zum Beispiel das Wetter oder Fußball, keine Ahnung. Und du fängst gerade so an zu erzählen. Und nach 2 Sätzen von dir labert er dich voll mit irgendeinem Computerteil. Da neue Grafikkarte, da neue CPU, keine Ahnung, dass die voll schnell rendert und man Fortnite mit 200 FPS spielen kann. Was juckt's mich, okay? Die sind halt alle computerverrückt, okay? Aber ich habe hier jemanden gefunden, der toppt einfach alles. Ja, after a few more difficulties. Bruder, was ist das für eine Grafikkarte? Was willst du mit deinem PC machen? Willst du dich damit in das amerikanische Sicherheitssystem reinhacken und alle Bildschirmhintergründe von Mitarbeitern in das hier ändern? I have now finally managed to complete the test. And let's see the score. And I have got a score of 677. But of course, nothing compared to this bitch over here. Was zum Teufel? Das kann man als Propeller für einen verf***ten Helikopter benutzen. Was ist das? Das ist ein Raumschiff. Also wenn du das an einen PC anschließt und dann 3 Minuten Minecraft spielst, dann hast du eine Stromrechnung von 2000 Euro. It's an NVIDIA RTX 4090 Ti. It's a flagship. And yeah, let's turn it on. Whoa. Ja, wir wissen alle, wie das hier enden wird. Guckt euch einfach mal das nächste Video an und sagt mir dann nicht, dass das 1:1 gleich aussieht. Attention movie lovers, if you see my popcorn flying in the air, please don't be startled. Thank you. God damn, das ist wirklich 1:1 das gleiche. Holy shit. Verdienter Top-Kommentar. Aber auch wieder gottlos, ich sag dir ehrlich. Instagram ist eine bodenlose App, was ich dort immer so täglich sehe. Andere Welt. Anderes Universum. Haben Sie Hodenkrebs? Hatten Sie schon mal Geschlechtsverkehr mit einem Auspuff? Haben Sie Durchfall? Haben Sie Hodenkrebs in Ihren Kopf? Kacken Sie gerne. So, was ist das? Was habe ich mir da gerade reingezogen? Und wieso finde ich sowas lustig? Mein Humor ist gefickt. Wirklich, ich kann nichts mehr ernst nehmen heutzutage auf dieser Welt. Und direkt der nächste Clip, den ich vorgeschlagen bekomme auf Instagram, ist das hier. Oha, der Arme wollte doch gar nicht mitmachen. Und jetzt hast du sein Getränk auf dem Gewissen. Ja. Und was geht jetzt ab?
Nur Gott weiß, wieso ich mir den bis zum Ende reingezogen habe. Und da fragen sich Therapeuten heutzutage wirklich, wieso die Kinder durchdrehen und verrückt werden. Ist doch klar, wenn man sowas den ganzen Tag sieht. Da hat man ja keine andere Wahl, als geisteskrank zu werden. Schaut mal, es gibt Leute, die befassen sich mit aktuellen wichtigen Problemen und so und stellen sich auch den richtigen Fragen. Ich stelle mir zum Beispiel am Wochenende immer die Frage, wie viele Joints passen eigentlich in meinen Kopf, bevor ich in Knockout gehe. Andere befassen sich mit Erfolg, Gesundheit, Glaubenssätzen, Training, Klimawandel oder keine Ahnung. Und der kleine Kerl geht face to face mit den wahren Problemen der Menschheit. Michael Myers kommt ja in Fortnite dran und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aus zwei Gründen. Erstens, in welcher Seltenheitsreihe kommt er rein? Wird er episch? Wird er legendär? Denn wenn er so Ikonenreihe reinkommt, erstens bekommen dann Leute Herzinfarkt, weil sie denken, der ist real. Ja, ich verstehe deine Angst. Die ist berechtigt an der Stelle, Bro. Und dann gibt's auch noch diese, Dings, 8-jährigen Fortnite-Kiddies. Wie jetzt 8-jährige Kiddies? Du bist doch original selber 8 Jahre und machst Fortnite-News. Die denken, Michael Myers, der sieht aber komisch aus. Das google ich mal. Boah, so viel zu lesen, Alter, gar keinen Bock drauf, Bilder. Und dann sehen sie so die Bilder, wo der so komplett am Massaker ist. So komplett das Massaker da. Der schlitzt so die Leute richtig auch so in der Mitte durchgeteilt. Und dann denken die nur, dann spielen die so Fortnite. Dann sehen die den Skin in Fortnite. Der macht dann die Mode, dann klingelt auf einmal die Tür bei denen. Die könnten nur. Über sowas machst du dir Gedanken. Wie kommt man denn einfach auf so ein Szenario? Das ist echt geisteskrank random. Warte, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und falls ihr dachtet, dass ihr heute einen schlechten Tag habt, guckt euch mal bitte diesen armen Typen an. Oh, mei. So, erlebt. Ja, super. Und jetzt liegt er da im Beast Mode. Aber sag mal ehrlich, wie konntest du denn so reinschießen? Bre, du wurdest einfach zum Blumenbeet selber. Glückwunsch. Sieht aber gemütlich aus. Gibt's da vielleicht noch einen Platz für mich? Ich würde mich dazulegen. Women. Frauen. Ich sag dir ehrlich, Frauen. Wie passiert denn sowas? Also, wie dumm muss man denn sein, um diesen verf***ten Helm so aufzusetzen? Bra, come on. Come on. Die hat einfach Gehirnzellen wie ein Apfel. Klasse. Super. Und wie konnte der andere auf dem Motorrad das nicht checken? So, was geht da ab? Stellt euch mal vor, ihr seid so entspannt mit euren Jungs im Trampolinpark. Ihr wollt einfach nur ein bisschen jumpen, paar Tricks machen und eine lustige Zeit mit Freunden haben. Und dann taucht auf einmal dieses Kind vor euch auf. Wow, 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 what the fuck? Das ist vom Teufel besessen. That's f***ing insane, bro. What the fuck? Ey, dort steht der Satan vor mir. Er hat sich verkleidet. Sowas kommt straight up aus der Hölle. Würde ich dieses Kind dort sehen im Trampolinpark, ne? Also entweder ich würde wegrennen, weil das ist schon echt abgef***t und gruselig. Oder ich würde so anlaufen, hinten an der Wand Boost mitnehmen und dann Dropkick, boom, voll in die Fresse von dem Teufel besessenen Ding. Ja, genau so würde ich es machen. Okay, beim nächsten Clip. Ich ziehe mich jetzt schon mal aus der Verantwortung, okay? Ich habe nichts damit zu tun und ich würde sowas auch niemals unterstützen oder mich drüber lustig machen. Now we know. Thank you for the follow. Na, 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 der ist ehrenlos. Hell na, ich distanziere mich. Nicht! Ich gebe meinen F*** auf die Regeln. Versteht ihr das? Und wo wir gerade schon so bei ehrenlosen Clips sind. Oh, Junge, Junge, Junge. POE, Queen Elizabeth won the Gulag. Yes, sir! Wir haben sie wieder! Let's go! Sie wurde gerebootet. Ehrenlos eigentlich. Eigentlich richtig ekelhaft, dass ich hier sowas in die Videos packe. Ich distanziere mich diesmal wirklich. Wirklich, wirklich. Nicht! This is the greatest escape ever. Boy, wait the f***
going on in Miami, bro? Boah, she would've got in there. No, shit, she just disappeared. Dicker, der hat sich einfach wegteleportiert. So macht man das auch, wenn man verfolgt wird. Wieso wegrennen? Wieso wegfahren? Teleportier dich einfach, Bro. Sehr, sehr starke Methode, wirklich. Wege, einfach Geld zu verdienen. Teil 1. Im Club so tun, als wäre man die Reinigungskraft. Ich sehe hier einen echten Hustler. Andere gehen in den Club, um sich volllaufen zu lassen und gottlose Dinge zu machen. Und der Bre macht Para. 24-7 am Hustlen. Get the bag, bro. Get the money. Put the money in the bag, bro. Aber bis jetzt sehe ich da maximal 3 Euro. Der Eintritt war doch bestimmt ein Fünfer. Also bis jetzt hast du miese gemacht. Und vielleicht, wenn die Security noch reinkommt, bekommst du sogar noch Hausverbot und wirst rausgekickt. Aber trotzdem Respekt der Hustle. Ich würde es aber, glaube ich, nicht machen. Getragene Socken verkaufen ist an der Stelle viel lukrativer. Vertraut mir, damit macht man richtig Kohle. I planked 9 hours. I planked 10 hours. Wow! Let's fucking go! Falls ihr mal vorhaben solltet, nach Indien zu gehen, esst auf gar keinen Fall etwas von diesen Streetfood-Ständen. Bah, mit deinen Zähnen, Bruder, bitte hör doch auf. Die machen einfach Pizzateig auf den Straßenboden. Geil. Lecker. Wer wohl der Glückliche danach war, der sich die Pizza reingesnackt hat. Haha, ist das ekelhaft, Mann. Ist das dein Ernst? Feuert den sofort. Schmeißt den raus. Bruder, der muss ins Gefängnis. Ich schwöre, sowas geht gar nicht. Super geil, guck mal. Der wäscht einfach seine Hände in diesem Teig oder was das sein soll. Ja, das ist auch das Beste, was du jetzt tun kannst. Zieh einfach durch, Bro. Hau rein, komm am besten nie wieder. Und wisst ihr, wer jetzt auch reinhaut und nie wiederkommt? Ich! Und deshalb, wenn ihr der Meinung seid, dass ich für immer wegbleiben soll, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out!